Hi Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir gehen jetzt gleich einkaufen, weil morgen der Kuchen für das Smashcake-Shooting, das wiederum übermorgen stattfindet, gebacken wird. Und das mache ich ja mit meiner Freundin Stefana zusammen. Ihr seid natürlich mit dabei. Aber jetzt müssen wir erstmal die ganzen Sachen besorgen, das ganze Backzeug und so. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir fangen jetzt mit dem Smash Cake an. Juhu. Sie ist unsere Backfee quasi. Ihr wisst ja, ich bin nicht so mit Backen. Und ja, wir werden euch immer wieder die Zwischenschritte zeigen, aber ein fertiges YouTube-Video wird es davon natürlich auch geben. Freust du dich? Ja. Die Eier erhitzen? Habe ich auch nie gemacht oder gehört. Aus welchem Grund? Also was ist der Effekt dadurch? Schatz, hast du überhaupt jemals was hinter dem Herd gehört? Aber was ist denn der Effekt dahinter eigentlich? Also was hat man da für einen Effekt, wenn man Eier erwärmt? Dadurch wird dann die Torte einfach fester. Okay, also jetzt genau. Tun wir die Eier jetzt rühren. Genau, die kannst du jetzt... Mach mal so mittlere Hitze. Genau, oder? Dann kannst du langsam den Zucker einwiesen lassen. Langsam den Zucker einwiesen. Das sieht doch schon super lecker aus. Und Vanilleextrakt kannst du auch reintun. Einfach so ein Schuss. Ein Schuss. Okay. Genau, einfach für den Geschmack dann. Okay. Das war ein bisschen mehr. So. Das bleibt alles hängen. Ja, das tun wir, das kannst du mit dem Finger einfach dann rein. Okay. Ja, genau. Dann wird der Boden. Deswegen also Bio-Zitrone. Deswegen Bio-Zitrone, genau, das ist ganz wichtig, wenn man den Abrieb von der Zitrone nimmt. Okay. Genau, einfach die komplette Zitrone dann rein. Wow. Ja. So, jetzt tun wir die Stärke und Mehl zusammengemischt in die Eiermasse rein. Die ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Und genau, jetzt rühren wir das einfach rein. Was rührt ihr ein? Ich hab... Mehl und Stärke werden zur Eiermasse rein. Und wieso machen wir das mit dem Sieb? Damit keine Klümpchen entstehen. Ah, okay. Weil wenn wir jetzt das ganze Mehl einfach reintun und rühren, könnte die Gefahr sein, dass dann Klümpchen entstehen. Okay. Genau. Was war eigentlich so für ein Gefühl, wenn ich fragen darf, zum Kuchen? Meinst du, es wird gut? Ja, auf jeden Fall. Also mit Stefana an meiner Seite muss es gut werden. Ja. Stefana, was hast du ein Gefühl mit Jenny an deiner Seite? Ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind ein gutes Team. Schau mal, ist doch problemlos. Ja, so, was hast du da jetzt noch reingemacht, Stefana? Genau, jetzt habe ich hier 75 Grad geschmolzene Butter mit reingetan. Das wird hier mit zusammengemischt, dann ist der Teig fertig. Jetzt legen wir gleich hier die Backform mit Backpapier aus. Mhm. Und dann kommt es in den Ofen für 30, 35 Minuten. Und das ist dann aber nur der Boden? Das ist jetzt nur der helle Boden. Danach machen wir einen dunklen Boden mit Schokolade. Okay. Ach so, also heller Boden, dunkler Boden und dann aber noch das oben drauf sozusagen alles. Wow, das klingt nach viel Arbeit. Ja. So, was passiert jetzt? Genau, jetzt tun wir den Backrahmen einfach mit dem Backpapier auslegen. Mhm. Genau, und der Teig ist fertig hier, oder? Der Teig ist hier fertig. Und das hält den Teig, meinst du? Ja, ich back immer mit dem. Okay. So, dann Jenny. Ich ist übergebe das zu groß, weil ich habe, glaube ich, noch ein kleineres. Oder nee, passt das? Das passt. So, okay. Ich übergebe dir jetzt die Aufgabe. Du kannst jetzt hier den Teig hier einfach reinfüllen. Alles? Alles. Also, das ist echt easy bis jetzt. Wenn das weiter so bleibt, dann könnte ich echt öfters mal backen. So, das kommt jetzt in den Ofen. So, mit der Maschine für ungefähr 35 Minuten. Was ist das Problem, Leute? Ja, das Problem ist, der Boden ist nicht so wie Stefana. Also für mich sieht es super aus, für Stefana sieht es nicht gut aus. Ich will es nicht. Also ich glaube, man sieht schon, dass es riecht echt. Ey, du darfst nicht aufmachen, jetzt geht der Hund noch nicht auf. Scheiße dich. Und die Kamera. Die Kamera ist völlig beschlagen jetzt. Ich bin echt blöd.
Entschuldigung. Genau, ich weiß nicht, was passiert ist. Wahrscheinlich vielleicht irgendwas mit den Eiern schief gelaufen. Aber gut, der Boden geht auf, aber normalerweise müsste die Oberfläche glatt sein und ja, wir bleiben positiv. Der Boden wächst ja. Aber ihr habt die Möglichkeit, aufgrund eurer vorhandenen Zutaten noch einen zu machen. Ja. Woche, ne? Ja. Und da macht ihr jetzt schon den nächsten, richtig? Genau. Den dunklen Boden. Den, ne? Dunklen Boden. So. Sag mal, was sagst du zu deinem ersten Boden oder zu unserem ersten? Ja, ist leider misslungen. Ich kann's. Ihr seht da drin schon diese riesen Kugel. Also es sieht halt echt lecker aus, finde ich. Aber lecker ist ja ganz bestimmt, ja. Aber nicht alles kann immer perfekt laufen. Ja, genau so ist. Ja, wir machen jetzt den zweiten Boden, der wird ja mit Schoko und der wird bestimmt super. Und habe ich das richtig verstanden, dass der zweite Boden ist quasi, also genau die gleichen Zutaten, nur dass da Kakao drin ist. Genau, das sind dieselben Zutaten, alles gleich, nur da kommt noch Kakao hinzu. Und das war's. Und das war's, genau. So, da sehen wir den misslungenen Kuchen. Den aber er schmeckt gut. Ja, er schmeckt gut, aber es ist ja halt kein Boden leider. Ne? Sieht irgendwie aus wie ein fertiger Kuchen. Ja, es sieht aus wie so ein Kuchen. Genau, wie ein Kuchen. Aber er schmeckt echt lecker. So. So, der Schokoboden jetzt rein, oder? Der Schokoboden. Ja. Wow. Und was machen wir jetzt? Wir lassen den Boden jetzt doch. Ich habe den jetzt rausgeholt, weil die Unterseite sieht ja doch ganz schön aus. Ja, Mann. Und dann wird das halt so dreistöckig und man müsste dann quasi nur das, was wir hier angeknabbert haben, wegschneiden. Was wird jetzt gemacht? So, wir haben jetzt 5 Eiweiße steif geschlagen. Aha. Genau, dann hier auch nochmal 5 Eigelbe. Das mischen wir jetzt mit 2 Löffel heißem Wasser und ja, und dann tun wir das erstmal. Und das ist jetzt aber hier alles für den dritten Boden, oder? Das ist jetzt für den dritten Boden, das wird ein heller Boden und auch mit Vanillegeschmack. Also ein dreistöckiger Smash Cake. Smash Cake, oder? Ja. Ja, Smash Cake. Ja, genau. Also ihr wisst, wenn die Sahne, sag ich schon, Eiweiß steif ist, wenn es einmal so umdreht, dann fällt es nicht runter. Wow. Dann ist es einfach so über den Kopf. Alter! Kuchen rausholen oder was? Ja. Boah, also ich den Kuchen den Boden meine ich natürlich. Wow. Das riecht voll gut, oder? Geil? Voll. Stefana, was sagst du? Noch viel besser. Viel besser, oder? Ja. So, da ist auf jeden Fall schon mal der Schokoboden. Genau. Aus dem Blech rausgeholt, der sieht sehr lecker aus. Ich habe schon die Kruste so am Rand mal probiert, das ist ja lecker. Die ist noch hier drauf. Die ist ein bisschen verbrannt, das tun wir wegschmeißen, aber wenn nicht, dann kann man das bitte nicht wegschmeißen essen. Ja, Mann. Genau. Der ist dickflüssiger, genau, hier ist jetzt keine Butter drin. Okay. Und ja. Und nach was, das wird, nach was wird das schmecken? Also so wie der erste, so nach. Was wird das schmecken? Ja, so, es gibt ja, also der ist Schoko. Das schmeckt nach Schoko. Das schmeckt so ein bisschen, das weiß ich irgendwie nicht mehr, was das ist. Ich nasche diesen Rand. Ich will auch halt naschen morgen. Der wird auch süß. Also hier ist jetzt keine Vanille drin. Mhm. Also so Standard einfach. Genau, genau, das ist jetzt einfach basic. Okay. Genau. Ja. So. So, jetzt kommt geht der dritte Boden rein. Genau. Und wenn das fertig ist, dann ist der Boden schon mal für die Smash Cake fertig. Genau, die Böden ist, sind dann fertig, die müssen wir auskühlen lassen und dann machen wir die Füllung. So, dritter Boden ist fertig. Ja, wow. Ups, Entschuldige. So, so sieht das Ganze aus. Da unten liegt der 1, 2, 3. Jo, genau. Und jetzt kommen wir zur Füllung. Genau, jetzt machen wir die Füllung. Jetzt machen wir erstmal Schokopudding und Vanillepudding. Wir haben sehr viel Pudding. Wir haben sehr viel Pudding. Wir machen lieber ein bisschen mehr, dann können wir ja mit dem Rest noch naschen. Genau. Genau, wir machen es einfach nach Packungsanleitung. Hier ist jetzt 300 ml Milch und wir machen es jetzt einfach nach dem. Und mit Vanillepudding ist dasselbe. Genau, das also für die Leute da draußen, ihr könnt es ganz einfach so machen, wie es da hinten drauf steht. Richtig einfach. Gibt es jemanden von euch, der Pudding einfach so isst? Früher hat meine Mutter immer Pudding gemacht, wenn es kalt draußen war. Da haben wir uns immer richtig gefreut, so richtig geil Pudding. Aber jetzt habe ich schon übelst lang kein Pudding mehr gegessen. Aber Pudding ist komisch, ne? Früher hat man es immer gegessen. Früher hat man es voll gegessen. Ja, Mann, das ist irgendwie. Ist du manchmal Pudding, Stefana? Nee. Leute, Stefana hat auch einen richtig coolen Instagram-Channel. Ich werde ihn euch hier unten einblenden. Steffos Kitchen. Da geht es natürlich um Kochen, Backen und all drum. Das ist nämlich ihre Leidenschaft. Genau. Aber Backen, oder? Eher nicht kochen, ne? Hauptsächlich Backen, ja. Wenn ich mal was Cooles koche, dann teile ich es auch mit. Wenn ich es lecker finde, dann teile ich es mit.
Genau, also ja. Für alle Kochbegeisterten und Backbegnadeten Fans da draußen, folgt Stefan. So. Geil. Wir haben jetzt Bananen geschnitten. Die hab ich geschnitten. Die hat die Jackie geschnitten, genau. Und hier ist der Boden des Kuchens. Stefana, du erklärst, oder? Genau, also wir fangen jetzt an, die Torte zu befüllen. Und was ist wir das? Erstmal, das ist jetzt der Vanillepudding. Und das? Das ist Schokopudding. Da drüben sind die Bananen. Hä, warte mal. Ach, das ist, was ist das? Das ist Boden auch. Und was kommt jetzt da? Da ist ja der erste Boden schon drin. Genau. Das wird gestapelt. Das wird nacheinander so. Ach so, also quasi Boden, Pudding, Boden, Pudding, Boden, Pudding. So ungefähr, ja. Ich tue jetzt hier Bananen rein. Stefan hat's gesagt. Genau, wir tun jetzt auf den Vanillepudding die Bananen drauf. Und dann kommt jetzt nochmal ein dunkler Boden, also das ist der Schokoboden. Und dann tun wir nochmal den Schokopudding, dann nochmal Bananen. Schokopudding. den Schokopudding. Oh. Wie jetzt, wenn irgendwo klingelt, Schokopudding. Leute, da ich nicht so viel Backutensilien habe, nehme ich jetzt hier die Kelle, dass das einfach ein bisschen schneller und leichter geht. Kelle? Ich sag dazu Schopflöffel? Ja, Schopflöffel. Wow. Kelle ist so... Ach so. Ist das zu viel, oder? Nee, das passt. Davon haben wir ja so viel von dem Schokopudding. Das ist eine richtige Crepe-Bewegung, die du gerade machst. Das machen die Leute immer, wenn die Crepe verkaufen. So, ja, ich hab mal Crepe verkauft. So richtig voll, ja. Ich musste Sozialstunden machen in der Schulzeit, weil ich schlecht zum Lehrer war. Wir hatten immer so Weihnachtsmarkt bei unserem Rathaus und dann habe ich da Crepe verkaufen müssen. Hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel von dem Crepe gegessen. Ey, ich komme mir gerade richtig backmäßig vor. Jetzt erst? Jetzt aber noch mal in den Ofen machen eigentlich? Nein. Wozu? Keine Ahnung, damit es fest bleibt einfach. Im Ofen. Keine Ahnung, was ist das? Wird jetzt kalt gemacht, oder? Ja. Ist das jetzt der letzte Boden, Leute? Das ist der vorletzte Boden. Da kommt immer noch was drauf? Da kommt noch ein, das ist der letzte. Da. Alter, das ist ja... Ja, also, das wird ein hoher Kuchen. Der ist ja übelst hoch. Ja, es ist ja auch ein Smash-Cake. Smash-Cake. So, das ist jetzt der letzte Boden, richtig, das Leute? Das ist der letzte Boden, genau. Wir haben ein bisschen improvisiert hier, wir tun noch Vanille drauf. Und ich muss sagen, die Jenny hat es richtig gut gemacht. Jenny, was sagst du dazu? Also das ist ja echt mal wow. Also Respekt an dich, Stefan, dass du da diese Geduld zu hast. Und auch an alle Konditoren da draußen. Ich finde, das ist schön. Also das macht schon auch Spaß, aber den ganzen Tag so eine Torte backen. Reinmachen? Ja, die noch reinmachen. Was macht ihr jetzt hier? Wir schlagen jetzt die Sahne steif. Das ist für die Tortendeko. Für die Tortendeko? Genau, die wird jetzt dann. Was kaputt? Das war für die Füllung. Ach so. Schau mal, wer da kommt. Ja, wir haben doch den. Hallo. Was machen wir für dich alle? Alles für dich. Ich hab jetzt Schnee. Was macht ihr denn jetzt, Leute? Erklärt uns doch mal oder erklärt doch mal den Zuschauern hier. Wir färben jetzt den Kuchen blau. Die Sahne. Genau, das ist jetzt etwas mit Pulver, das kenne ich gar nicht. Deutsch. Kennst du es nur mit sowas? Das ist jetzt flüssig und Pulver. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier ist. Genau, wir haben beides. Der Profi muss arbeiten, Stefan. Ah ja, okay, das ist nicht so reden. Ja, ja. Das wird blau. Das wird blau. Geil. Das klappt mit dem Pulver. Da sieht das cool aus. Ja, das ist so ein helles Babyblau. So, übrigens nur mal eine kurze Zeitangabe hier. Wir haben um genau 14.30 Uhr war es angefangen. Es ist jetzt 23.50 Uhr. Und wir haben nun folgendes Problem. Erläutert es doch mal bitte den Leuten. Was ist nun passiert? Ja, wir haben hier die Sahne steif geschlagen und wollten jetzt halt eben die Farbe machen. Haben jetzt hier die Farbe reingemischt, aber die Sahne wird nicht, bleibt nicht fest. Das ist eine richtige... Also ist nicht zu verwenden, oder? Nee. Da ist jetzt die Konsistenz durch die Farbe anscheinend irgendwie verloren. Aber wir wissen halt nicht, warum das so ist. Die ist richtig fest, aber das ist jetzt so richtig... Und nun? Wir haben einen Plan B. Achso, es gibt einen Plan B. Flüssige Lebensmittelfarbe und wir haben Pulver-Lebensmittelfarbe und jetzt versuchen wir es mit dem Pulver. Aber meine Sorge ist halt, dass es jetzt auch mit dem Pulver nicht klappt.
Deswegen war meine Idee heute schon mit einzuschlagen, aber Stefana ist der Profi. Ich bin nur eine Niete. Also ihr könnt heute jetzt schon mal, kann ich jetzt schon mal sagen, schreibt in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Genau, wir haben es jetzt mit Pulver gemacht, aber schau, das bisschen jetzt noch flüssig, hat auch nicht so viel. Aber besser als vorher. Es ist viel besser als vorher. Okay. Aber gut, jetzt wissen wir für nächstes Mal Bescheid, einfach schau. Das wir kein Glück haben. Ja. Sieht es erstmal so aus. Nicht perfekt, aber wird schmecken. Vollkommen ausreichend. Sieht echt toll schön aus. Also für mich ist es, also wenn ich das gemacht hätte, ich glaube, ich hätte mir dafür selber einen Preis gegeben. Achso, und jetzt das gleiche nochmal quasi da drüber. Ja. Leute, Mann. Es wird einfach nicht. Schaut euch an, was einfach passiert ist. Dieser Rand hier unten, die Sahne, was ist das? Die zerläuft? Es wird einfach flüssig. Ja. Scheiße. Stefana, warum? Erklär uns das, was passiert hier? Ich weiß nicht, Stefana, ich glaube. Was ist los? Ich glaube, das ist eigentlich einfach mit der Lebensmittelfarbe, dass es zusammenhängt, dass das einfach nicht annimmt, die Sahne. Und dann grimmt es dann automatisch, aber ich habe einen Plan B. Was ist das? Ja, dann müsst ihr jetzt sozusagen, dann, ja. Weißt du, was muss ich da machen? Stefan sagt sich was wir holen. Ja, Butter. Ich fass das ja nicht. Haben wir keine Butter? Nicht mehr, wir haben alles verbraucht. Alles? Ja, und Milch auch. Es war nur eine Butter. Nur. Eine ganze Butter reicht? Ja. Wow. So, ich bin übrigens frisch von der Tanke gekommen. Und was macht ihr jetzt? Wow. Aus unserer Sahnetorte wird jetzt eine? Eine Buttercreme-Torte statt Sahnetorte. Die Torte sieht sie mittlerweile aus. Aber zeig mal. Aber die ist jetzt fester geworden. Wie machst du das jetzt, Stefana, diese Buttercreme? Die Buttercreme wird jetzt einfach nur mit Puderzucker gemischt. Lebensmittelfarbe und das war's. Mehr muss man nicht machen. Und dann wird die Torte ganz normal verziert. Ja. So, wie sieht's aus? Ganze? Leute. Ja. Genau. Wow. Und wie ist die schön Farbe? Die Farbe, die ist oder? Schön, gell? Das ist eine schöne Farbe. Ist nicht blau, aber ist doch trotzdem schön, oder? Aber die Konsistenz ist wesentlich besser. Oh ja. Ja. Viel besser. Jetzt einfach New Start. Mal eine New Start, genau. Das sieht doch aus. Das sieht nach was aus. Also, wow. Okay, die erste ist jetzt nicht so, aber besser wie die Sahne. Und vor allem die Konsistenz ist halt besser. Ja, das ist halt also das ist echt. Das ist schwieriger zu machen. Oder? Also Leute, Sahne und Lebensmittelfarbe, nein. Nein, bitte nicht nutzen. So Leute, ihr seht, wir sind fertig. Ihr seht daran, dass Stefana und Jenny Fotos machen und ihr werdet es nicht glauben. Schaut euch bitte an, wie krank es geworden ist. So Leute, wir haben es jetzt, ups, wir haben es jetzt 3:01 Uhr. Wow. Um 3:01 Uhr haben wir es geschafft, die Torte fertig zu machen. Ja, unglaublich. Aber das ist echt krank. Also das ist wirklich, das ist eine Meisterarbeit, Mann. Es war zwar jetzt ein holpriger Weg. Ey, ich wusste, das war so hart. Es ist geschafft. Es war richtig hart. Richtig, richtig. So, und morgen früh um 10, buff, alles weg. Ja. Der Raum ist ready! Ich bin so happy. Es ist so schön geworden. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Ja, jetzt warten wir nur noch, bis Milan noch sein Mittagsschläfchen war. Ciao. Oh. Was ist da los? Was ist da los? Wow! Guck mal! Wo ist dein Platz? Wow, Milan! Oh, ich bin ganz voll stolz. Guck mal, die Torte ist für dich da. Willst du ihn da hinsetzen, Papa? Ja, ja.
Ui. Mehr. Das war unser Smash Cake Shooting. Nee, ja, ich hab den vergessen. Ich musste gerade schon heulen, weil er einfach in 3 Tagen 1 wird und ich gar nicht weiß, wo die Zeit geblieben ist mit meiner Maus. Die Zeit vergeht so schnell, man muss echt jede Sekunde genießen. Und jetzt sagen wir Bye-Bye, würde ich sagen, oder? Bis zum nächsten Video. Ich bin jetzt ein Großer. Sag Bye-Bye. Milan. Mach mal Bye-Bye. Milan, Bye-Bye. 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 Ciao.